Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und willkommen zu einem GTA 5 Online Video. Und heute mal landen wir direkt vor den Füßen von einem PSN-Freund von mir. Der ist da vorne beim Ding da, bei der Achterbahn und beim Riesenrad. Natürlich alles wieder in First Person. Ja. Fahrwerk einfahren, es müsste ja gleich erscheinen. Oh. Du fährst ja noch. Ihr hört ihn nicht, aber ich höre ihn. Also kannst ruhig was sagen. YouTube-Video erscheinst du nicht. Oh nein! 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 Was in GTA 5 auf der Next-Gen-Konsole zu beachten ist, die Fahrzeuge explodieren total schnell. Also nicht mehr so Looping machen mit dem Ding, mit dem Auto und so. Das, also geht schon, aber wenn ihr auf dem Dach landet, dann explodiert ihr. Egal, das wird trotzdem auf YouTube geladen. Ja, da ist Dunkelmoore. Ich sag mal, was er sagt. Er sagt Hallo, hallo. So, hier sehen wir noch mit die First Person an sich. Muss ich vorsichtig sein. Ein bisschen zu stark durchgezogen und dann macht's. Oh, Gottes Willen. Da muss man sich erstmal gewöhnen hier. Was habe ich gedrückt? R2, oder? Ups, da schlägt man ja. Kacke. Sorry. Aber ich glaube, du müsstest gleich in der Nähe erscheinen. Ah ja, da bist du. Guckt euch das mal an hier, diese First Person an sich. Besonders die Handgranate hier. Da muss. Ja, eine Axt habe ich auch. Er sagt mir gerade, dass ich ob ich eine Axt habe. Die ist richtig cool. Schlag mich mal. Bring mich um. Dann kannst du dich nachher im YouTube-Video angucken, wie du mich gekillt hast. Oh, so sieht es übrigens aus. So, respawnen wir mal. Schneller, ja. Okay. Was machen wir? Wir können ja mal mit der Achterbahn fahren, wenn du willst. Ja, online geht das. Ich habe es ausprobiert. Ja, ich habe schon ein YouTube-Video gemacht, aber noch nicht hochgeladen. Aber zu zweit bin ich noch nicht gefahren mit dem Ding. Warte schnell. Aber es geht halt leider nicht in First Person, die Achterbahn fahren. Aber man kann die Hände hochheben. So hin. Aber es macht Spaß. So, jetzt laufen wir mal dahin. Vorne leuchte. Don Camora. Warte mal, Don Camora, ich komme gleich. Ah ja, hier geht's hoch. Oder Enter, genau, Enter. Hier. So, ich habe hier meine geile Knarre am Start. Die Billigknarre. Finde ich, die sieht in First Person am besten aus, die Billigknarre. Besser als in Call of Duty. Eigentlich müsste sie umgekehrt sein. Jetzt musst du ganz nah an den Wagen. Ganz nah an den Wagen. Und jetzt die $10 zahlen. Ah, ich bin auch drin. Cool, ja. Jetzt sind wir noch in First Person, aber gleich schaltet es um in die Drittperson-Perspektive. So, gucken wir nochmal hier. Dunkamura vom Hype-Clan. Oder wie heißt dein Clan genau? Oder was ist das für ein Clan? Ah, okay. Ah, hier siehst du wieder Hände hochheben. Cool. So, ich mache jetzt mal eine coole Kameraperspektive hier für den Don Cambora. Der ist ja im Spiel, der hört mich nicht. Also, ihr wundert euch bestimmt, warum ich so komisch rede. Weil ich höre ihn und ihr hört ihn nicht. Ah. Guck mal, jetzt geht's ab. Ich muss schon sagen, auf der PS3, also werde ich es nie wieder zocken, GTA 5. Also, wer es einmal auf der Next-Gen-Konsole gezockt hat, der weiß, wovon ich rede. PS3 ist ein grafischer Mist, ganz ehrlich. Ein Gematsche. Das hat mir nie richtig Spaß gemacht. Aber das hier mit First Person und diesen Radiosender, den es da alle gibt, Hammer, da kommt das Feeling richtig rüber. Also das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Ich auch nicht. Das Beste, was ich je gespielt habe. Das. Ich weiß nicht. Warte mal. Oh, den knall ich ab, den knall ich ab. Den knallen wir jetzt ab. Wenn man ihn abknallen kann. Achtung, ich werfe eine Granate. Achtung. Oh Gott, das will. Zwei Granaten auf einmal. Oh, guck mal hier. Don Camora hat dich weggesprengt.
Boah, das musst du dir angucken im YouTube-Video, Alter. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werfe jetzt noch eine Handgranate in die Menge und sage auf jeden Fall, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4 und Don Camora, da oben ist er, Level 87. Und bis dann. Ciao.